Sorry, Leute. Hab gerade mein Headset, mein Mikrofon einmal wieder getötet. Tut mir leid. Okay, ich muss irgendwas oberhalb finden. Also hier oben. Aber er hat ja nicht mal eine Info gegeben, was ich ihn. Ja, ist ja gut. Okay, ich muss jetzt irgendwas hier umfinden. Auf geht's. Toilettenpapier. Nein. Piss dich. Danke. Ist auch nichts drin. Okay, hier ist nichts. Solltet ihr die Videos mal genauer schauen, begrabt mich. Was ist hier los? Das Stream? Nein. Oh, Ben. Ah. Gut, danke. Refresh mal. Danke. Ja, ich bin halt zu blöd für alles. Sorry. Tut mir leid. Hier sind Socken. Hier sind zu viele Sachen. Ja, la 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 la. Ich wüsste auch nicht, was ich finden sollte, was ich ihm geben kann dann. Also, worüber würde er sich denn freuen, der kleine Mann? Ist so die Frage gerade. Aha. Das Spielzeugauto. Du brauchst einen Stift und die Glühbirne-Dings da. Okay, ich hab einen Stift und eine Glühbirne. Habe ich? Aber ist die Frage, was mache ich damit? Moin, willst du eine Glühbirne haben, mein Freund? Hier. Oder ich habe meinetwegen auch einen Stift für dich. Nee? Stift. Hey, Lucia. Ich muss hier weiterarbeiten. Ja. Ja, die Frage ist eher, muss ich hier in dem Raum irgendwas machen? Weil ich habe hier halt überhaupt nichts gefunden. Ah, das Haus ist so kacke. Moment mal. Leg die Glühbirne ab. Ich kann die nicht ablegen. Ich kann die nicht ablegen. Entweder habe ich sie in der Hand oder ich packe sie wieder weg. Das ist halt das Problem. Ach Gott, ist das alles Kacke. Milch. Ganz viel Milch. Das ist schön. Geben mir aber auch echt keine Tipps, die scheiß Leute, ne? Ach Gott. Ich fühle mich so dumm. Ich dachte gerade schon, was passiert denn jetzt hier? So. Ja, Stift und eine Glühbirne. Und dann? Das ist jetzt die große Frage. Mutti, hilf mir. Mutti. In Ordnung. Was könntest du noch tun? Sieh mal nach, ob irgendwo Schmutzwäsche herumliegt. Bring sie in die Waschküche und sortiere sie in die richtigen Körbe. Willst du mich verarschen? Guck mal, ob irgendwo Schmutzwäsche rumliegt. Irgendwo muss Schmutzwäsche. Oh, als wenn ich jetzt hier nach Wäsche suche. Wollt ihr mich verarschen? Das Spiel. It's so gemein. War ich überhaupt schon überall drinne? Ich weiß es nicht mal, ob ich in jedem Raum drinne war. Aber hier habe ich doch auch schon überall geschaut. Okay, nochmal zu Jet. Glühbirne in die Hand und dann mit deiner Kraft etwas bei ihm dahinter was zerstören.
Das Problem ist. Hey, Lucian, ich muss hier weiterarbeiten. Well, okay, warte. Glühbirne in die Hand. Hey, Lucian, ich muss hier weiterarbeiten. Oh, nein. Ach, die Lampe kaputt. Ja, das habe ich mir gedacht. Irgendwas mit dem Licht. Aber ich habe auf die Lampen so geklickt, ne? So versucht zu gucken. Habe ich ganz am Anfang gemacht und dann war da nichts. Muss ich jetzt alles nochmal von vorne machen? Mann. Es ist doch total easy. Es ist total easy, ja. Oh, scheiße. Muss ihn irgendwie ablenken, aber... Oh, Gott. Ja, Spiel. Spiel. Fühlt sich mies, warum? Alles gut. Meine ganzen Sachen sind weg. Hab ich hier die Ohrringe gegeben? Ja, ne? Mutter? Okay. Ich glaube, der hat es doch abgespeichert, glaube ich. Mir fehlen aber trotzdem ein paar viele Sachen. So eine Scheiße. Egal, ich mache das jetzt aber in der richtigen Reihenfolge. Ich mache jetzt das. Aber wo sieht er mich denn nicht? Das ist das Problem. Ich weiß nicht. Er ist doch die ganze Zeit hier. Er ist die ganze Zeit hier. Wie soll ich das denn bitte machen, dass das nicht sieht? Was zum Teufel? Lol. Wie ist denn diese Glühbirne explodiert? Wie soll ich denn ohne Licht die Säge benutzen? Okay. Hey Lucius, suchst du bitte ein paar neue Birnen für mich? Ich muss hier weiterarbeiten. Danke. Und jetzt? Okay. Okay. Mann, warum geht die nicht rein? Links rum raus, rechts rum rein. Kann ich nicht mit der Kraft das Messer nehmen und irgendwie Säge? Ja, die anmachen wäre gut, ne? Wo ist denn das Ding da? Ach, da unten! Ah! Oh. Meine Fresse! Das ist so einfach gewesen. Und ich laufe rum und suche. Oh, jetzt gehen die Beine ab. Oh. Aber schön, dass ihr noch da seid und das mit mir ertragen könnt. Ach ja. Serienmörder. Egal.
Ich muss was trinken. Hier ist absurd, Mr. Wagner. Und ich halte gerade das FBI zurück, eine Untersuchung zu starten. Ich stationiere einen Deputy beim Haus. Nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte mehr als nur Unfälle darin sehen, aber mir fällt kein Motiv ein. Ich weiß nicht, wie jemand damit hätte davonkommen können. Wir werden das aufklären. Betrachten Sie das Haus einfach als abgeriegelt, bis wir etwas finden. Okay. Es war kein schöner Anblick. Der Kopf war in zwei Teile zersägt und überall war Blut. Diese außergewöhnlichen Unfälle hielten mich nachts wach. 4 Tote in 4 Monaten. Alles scheinbar Unfälle. Aber ich hatte meine Zweifel. Es gab keine klaren Verdächtigen. Keine Motive, keinen Grund, eine Untersuchung zu starten. An dem Punkt war ich mir nur einer Sache sicher. Es würde nicht aufhören. Damit hatte ich recht. Nach einem weiteren Monat wurden wir wieder zu dem Haus gerufen, aber diesmal war es anders. Diesmal war es Mord. Sanji, ist alles gut, danke dafür. Ich habe es nicht mehr rausgefunden. Alles gut. 15. Oktober 1972, gesunde Ernährung. Oh, ja. Gut. Sehr gut. Rattengift ins Essen oder so. Wir kriegen jetzt jedes Mal Tipps, ne? Boah, ist ja easy. Also vom Gedanken her ist es easy. Lucius. Riesenohren. Nager können mich nicht leiden. Ich wühlte in ihren Eingeweiden. Oh, ekelhaft. Okay. Wie kommen wir jetzt am besten zu ihr hin? Hier irgendwo hin? Nee. Doch. Da hinten dann hoch. Oder? Wo war die alte Schrulle? Ja, da hinten hin. Du. Ich bin eher ein bisschen sauer auf mich selbst, weil es ist ja, die Idee war gut und ich war aber zu blöd, um es zu finden. Ich hasse dich. Agnes. Hi. Hallo. Tut mir leid, mein Junge, ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Wir machen morgen. Morgen? Morgen? Bist du dir sicher, dass wir morgen erst was machen? Ganz sicher. War hier irgendwas eigentlich? Ich glaube, hier war irgendwas, was ich mitnehmen konnte. Ja. Die Pistolenkugeln. Schön. Danke. Terence. Geht es dir gut, Junge? Geht es dir gut, Junge? Junge, Finger weg von Drogen. Finger weg von Drogen, sagt er einem 6-Jährigen. Okay. Werde ich nicht enttäuschen. Wo warst du, Lucius? Ich habe auf dich gewartet. Unterricht. Ja? Machen wir jetzt unter. Machen wir mit unserem Buch weiter. Little Tom. Okay. Da. Nicht? Dann. Eine geizige Manier, alles Essbare um sich her zu sammeln und das eine mit den Augen. Was? Was passiert hier? Gleichsam mit dem Maul zu verschlingen. Was? Schön. Wir machen morgen damit weiter. Okay, wir haben jetzt. Okay. Cool, wir hatten Unterricht. Cool. Das heißt, es ist wunderschön, das ist toll. War ich hier schon drin? Moment. Bücher, leck mich, will ich nicht. Ist das hier oben? Secret Door. Oh. Hallo, mein Junge. Geh weg. Ich habe gerade krasse Sachen gefunden.
Okay. Jetzt muss ich irgendwie in die Küche kommen. Darf ich irgendwie bitte in die Küche? Darf ich bitte? Verpiss dich jetzt. Wie komme ich mal runter? Wo bin ich? Wo bin ich? Da. Und hier, runter. Danke. Sehr gut, wir kriegen es hin. Wir kommen voran. Ich würde es bitte gerne... Warte, ich habe gesagt, im Weinkeller gibt es eine geheime Tür, ne? Interessant. Wohin wollte ich nochmal? Ich wollte in die Küche, ne? Ja, ich wollte in die Küche gehen. Genau dahin wollte ich. Geht es dir gut, Junge? Wo bin ich jetzt? Genau, hier lang. Genau. Und jetzt in die Küche. Essen? Kein Essen? Kein Essen? Hallo? Ich habe mir Filme geschrieben. Ich denke mal, wir müssen ihr was zu essen geben. Aber was zu essen? Sie hat auch gesagt, sie hat Hunger, ne? Vielleicht, war es nichts drin? Nope, Brot. Brot. Darf kein Brot haben. Ist, hier drin vielleicht was? Da. Ach. Komm schon. Gib mir das Essen. Aber da ist auch die Küche. Da ist die Küche und da ist... Tee. Hä? Ach, oben gibt's das da. Und da gibt's das da. Weiß keine Ahnung, was da drin ist, ne? Sauber machen, Essen holen, am besten alles gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Gott hab sie sehen. Essen holen? Essen holen? Ja, ich gucke. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Agnes wartet auf mich. Okay. Okay. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Gott hab sie sehen. Wir müssen irgendwas Verdorbenes da rein tun, ne? Jetzt mit dem, was haben wir denn so zu... Wir haben leider nichts Richtiges, aber wir müssen mal gucken, ob wir irgendwas finden. Geht es dir gut, Junge? So spannend gerade. Oh Gott. Ja, schön. Ich guck nur gerade, was du machst. Mach die Tür auf. Ja? Irgendwas Vergammeltes da rein tun, aber was? Ha. Hey, Guapo. An den Hintern grapschen. Sie braucht so lange, es regt mich gerade ein bisschen auf. Komm. Komm her. Na komm. Nicht du. Nicht du, Mann. Alles gut. Oh, guck mal, wer dahinter ihr ist. Hey, Guapo. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Agnes wartet auf mich. Ich will aber Drogen. Könntest du bitte weggehen? Sauber machen, Essen holen, am besten alles gleichzeitig. So lange gedauert. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war.
Gott hab sie selig. Wo zum Teufel ist Jovita? Ich bin hungrig. Okay. Hatten wir irgendwas gesehen, was sie vergammeln lässt? Hatten wir irgendwas gehabt, was wir ins Büro tun können? Irgendwas? Sei vorsichtig, Lucius. Das war teuer. Nancy? Nancy? In Ordnung. Was könntest du noch tun? Mach ich nicht. Nein. Oh. Smike! Hey, das ist schön, dass du da bist. Ich kann es nicht Salz haben. Salz habe ich vorhin gebraucht, als ich nicht weiterkam. So. Wir brauchen jetzt irgendwas Gammliges. Ich gehe mal in den Keller. Wie komme ich nochmal runter? Hier. So. Warte, wie komme ich nochmal ganz runter? Hier. Und jetzt gehe ich in den Keller. Oh. Und werde ich hier mal... Okay. Okay. Sie hat sich also verliebt. Das ist aber schön. Mhm. Oh nein, Jess. Oh nein. Halt die Fresse. Hier gibt es einen geheimen Weg, ja? Gucken wir doch mal auf unsere Karte. Hier gibt es einen geheimen Weg. Oh. Wer steht als nächstes auf der Liste? Agnes. War das Agnes? Agnes. Agnes wird sterben. Zum Glück warst du eben nicht da. Oder ich weiß nicht, vielleicht war es schlecht. Aber ich hatte gerade voll die Probleme mit dem Metzger-Typen. Obwohl das total easy war, aber ich bin halt doof. Okay. Haben wir hier irgendwas Vergammeltes? Okay. Okay. Hä, die sind doch gar nicht an. Wollt ihr mich verarschen? Hä, ich kann die an... Jagd bereit? Keine Ahnung. Nicht mal lange. Okay, schön, dass ich jetzt hier bin. Ich hab Pillen. Flasche mit tödlichem Gift. Also, ich würde dieses Fläschchen jetzt benutzen, um Agnes eins auszuwischen. Oh, ich hatte doch vorhin Schlüssel. Nein, dann bin ich ja gestorben. Ist mal kurz weg. Okay, dann bis gleich. Oh, fuck. Oh nein, merken wir uns mal diese Stelle, okay? Aber Flasche mit tödlichem Gift, das klingt auch gut für Agnes. Agnes wird sterben. Gut. Was für ein Geheimgang. Ich glaub's nicht. So. Oh, bitte. Die beiden. Ich hasse euch. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich glaube, ich hab mich verliebt. Weißt du, dein Onkel Nein. ist was Besonderes. Ich geh nochmal hier hoch, weil... Mutti! Oh mein Gott, es gibt hier eine Krähe. What the fuck? Gruseliger Ort. hier. Nein. Da. Alter, eine Discord-Meldung. Woo! Geil, Pirate Head. Geil. Jetzt brauche ich gerade nochmal die eine Sache hier. Das war's nicht. Bringt sie uns zurück und dann werden alle sterben. Yay. Okay. Hier war auch nichts außer ein Glas. Das war draußen, ne? Bei so einem Fundbüro-Ding. Ja. Stimmt. Das habe ich ganz verpeilt. Das sind Taschentücher. Okay. Okay. Ah, fuck. Falsche Seite. Okay. Wir gehen jetzt auf die andere Seite.
Da müssen wir alle. Die Sachen kommen. Und dann kann ich ihm die Kassette endlich geben. Und ich habe keinen Plan, was es mir bringt. Da. Yay, Kassettenparty. Ja, Jesus. Jesus. Geil, ich werde unser Jesus. Sonst ist hier nichts, okay. Übrigens, das Licht hier richtig ekelhaft. Irgendwie leuchtet irgendeine, was mit dem Typen hat. Mit meinem Vater. Habe ich das Gefühl, dieses Susan eventuell. Aber sagt, mein Onkel ist richtig heiß. Wer ist denn mein Onkel? Ich weiß nicht mal, wer mein Onkel ist. Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ah, Drache! Weil ich meine, leise nähert ihr euch dem Drachen. Ja, ja. Macht ihr euch darüber lustig? Die Ohrringe gefunden. What the fuck? Mutti, ich habe deine Ohrringe gefunden, die du gar nicht suchst. Du bist nicht meine Mama. Piss dich. Piss dich! Geht es dir gut, Junge? Schnauze. Warte, ich muss doch ganz nach unten. Ich kenne mich hier immer noch nicht aus. Guck mal, ein bisschen kenne ich mich dann doch aus. Mutter! Deine Ohrringe gefunden. Ich bin nur ein wenig müde. Seine Ohrringe, Mutter. Und es ist nicht funktioniert, ne? Mit dem Gift. Warum? Ich weiß was. Ich muss rausgehen. Draußen ist die Krähe mit einer toten Maus. Und dann muss ich die da reintun. Wetten? Wo ist die Krähe? Krähe, wo bist du? Voll schön hier, wow. Krähe? Ich hab einen Stein. Pack mir den Stein in das Brot. Wir müssen irgendwas Totes finden. Das ist doch so, oder? Ich denke mal. Hä? Hä? Dieser scheiß Bot, was ist denn los mit dem? Der hat keine Ahnung vom Spiel, habe ich das Gefühl. Tja, tut mir leid, Leute. Tut mir sehr leid. Oh toll, das ist auch nicht an. Och Mann. Jetzt habe ich jetzt hier die Nagelpistole. Okay. Wo ist die Krähe? Wieso habe ich so viele Steine? Okay. Krähe. Okay. Ich habe mir jetzt überlegt, dass draußen vielleicht die Krähe mit einem toten Vieh ist. Und das tote Vieh packe ich einfach damit rein. Aber leider war dem nicht so. Natürlich traurig. Es ist wirklich traurig. Habt ihr irgendwo eine Krähe gesehen? Da! Ich dachte, die Krähe ist wichtig. Krähe? Moment! Wo war die Mausefalle? Wisst ihr noch, wo die Mausefalle war? Wo war die Mausefalle? War die da drüben? Ich glaube, ja. Moment. War die nicht hier? Agnes?
Agnes sagte, ich soll die verdammten Ratten vor Erntedank loswerden. Ich würde gern sehen, wie sie ihren fetten Arsch bewegt und es versucht. Rattengift. Ich kann das jetzt nicht nehmen, weil sie sonst wissen werden, dass ich es war. Ich muss wieder herkommen und alle schlafen. Hallo, Ratte. Sie schubst einfach immer die Leute rum. Jovita sagte, sie muss ihr alle 5 Minuten neues Essen bringen. Die Gnädigste ist wirklich ein Fettbett. Ich muss wiederkommen, wenn alle schlafen, stand da, ne? Dann gehen wir jetzt schlafen. Warte, ich gehe den normalen Weg, dann weiß ich wenigstens, wie ich da hinkomme. Okay, war das so, dass da irgendwo was war? Ja, sehr gut. Vanessa hat nachgedacht, Vanessa hat gut nachgedacht. Aber das Gift können wir natürlich nicht nehmen, ne, was ich hier habe. Das Fass mit tödlichem Gift. Wir müssen Rattengift nehmen. Ja, ja. Ihr mich ausspielen. Dann gehen wir jetzt alle schlafen. Hier lang. Probleme? Ah, mach eine Nacht drüber schlafen. Voll gut. Ja! Du bist schlafen gegangen, damit du mitten in der Nacht aufwachen kannst. Ja. Wird schon wieder bestimmt. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Ich muss vorsichtig sein, dass mich niemand wach sieht. Jetzt bringen sie mich zurück ins Bett. Oh, scheiße. Mama? Oh, oh. Das ist gruselig. Ist... Du kannst deinen Kopf ziemlich weit nach hinten drehen, kann das sein? Deine Mama scheint immer noch wach zu sein. Sie darf dich nicht sehen. Mutter, warum? Man kann sich... Oh, dieser Kopf, ne? Oh mein Gott. Hä? Spielende. Halt zum Überspringen die Leertaste gedrückt. Oh. Ja, die Frage ist jetzt, wo lang muss ich gehen? Ja, wenn meine Mutter hier gleich langkommt, was soll ich denn tun? Ja, hä? Hä? Aua. Hä? Wo lang muss ich denn gehen? Wenn alle Türen zu sind? Überspringen. Danke. Hä? Darf ich laufen? Ha. Was ist das für ein gemeines Spiel? Soll ich hier in den Raum reingehen oder was? Wow. Das Labyrinth namens Haus. Wubidu. Aha. Muss ich rausgehen oder hier raus? Hm, verriegelt. Pyramid Head in Action.
Das Labyrinth namens Haus, ja, so. Okay. Okay, wir haben es gleich geschafft. Ja, zum Glück kann er fallen. Da steht jemand. Oh. Lucius ist echt ein unschönes Kind. Lass ihn das bloß nicht hören, dann gibt's. Junge, du solltest im Bett sein. Suchen wir deinen. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Danke, dass du einen Counter machst. Danke. Ich finde, Lucius sollte ein Sonnenscheinkind sein. Strahlen, aber dabei eigentlich alle umbringen wollen, so. Ne? Ja. Ich glaube, ich streame mich schon 2 Stunden. Ach du Scheiße. So. Was hat denn der gemacht? Ein Moment. Hat der irgendwas? Ich hab ihn. Gott. Es tut mir so leid. So. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, warum er das macht. Man wurde jetzt nämlich bei Streamlabs nicht angezeigt, dass er es nicht gemacht hat, deswegen tut mir leid. Ich habe den Typen da hinten nicht mal gesehen. Ja, es tut so weh. Uah, meine Kraft schwindet. Wo ist denn der komische Typ eigentlich? Ich sehe ihn nicht. Da hinten steht er. Oh, verdammt. Habe ich ihn gesehen? Ja, gut. Kann ich irgendwas tun? Ein Moment. Optionen. Steuerung. Ja. Ich will das Ding werfen. Wahrscheinlich muss ich doch einmal ganz außen rumlaufen. Wahrscheinlich. Warte, was? Sollte vielleicht mehr Wasser trinken. Wofür Wasser, wenn es Eistee gibt? Du brauchst diesen Hydrationsbot. Da sagt man, was man trinken soll. Ich trinke eigentlich genug. Aber Tales of Pokémon, also Santi bräuchte das. Habe ich letztens gesehen. Bei wem hast du das gesehen? Ja. Warum muss denn jetzt eigentlich rauchen? Der Blödmann. Ja. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich würde total gerne Stein werfen, aber ich kann keinen Stein werfen. Willst du mich verarschen? Hi. Was zum? Da war es wohl mal kaputt.
Nein. Hier ist kein Lucius. Ist ja geil, der Bot. Muss ich mir mal holen. Bestimmt voll lustig. Gut, geschafft. Oh, ja, easy. Ich vergesse mal, dass er Zauberkräfte hat, der Junge. Er ist ein Magier. Mit diesem Rattengift werde ich ihr beibringen, was passiert, wenn man einer der Todsünden begeht. Vater wird erfreut sein. Daddy. Mama. Alistair? Gerne doch. Ich dachte gerade, dass meine Mutter noch, was soll ich tun? Oh, nicht niesen. Danke. Oh, Junge. Da. Ja. Ja. Verrecke. Oh nein. Tod. Tod und Verderben. Schon gleich 7. Gott. Muss gleich wieder mit meinem Hund gehen? Was ist da los? Oh, ich verdiene. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Gedankenkontrolle. Ja, bisschen cool. Das ist ein klarer Fall von Vergiftung. Und ich muss noch einmal alle im Haus befragen. Wer bereitet hier zurzeit das Essen zu? Ich glaube, es war Jovita. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas getan haben könnte. Oh mein Gott, warum passiert sowas? Ich entscheide, wer zu was fähig ist, Mr. Wagner. Ich mach das. Was halten Sie davon, das Haus für ein paar Wochen zu verlassen, bis sich alles beruhigt hat? Das können wir unmöglich tun, Mr. McGuffin. Das ist unser Zuhause. Wir wollen die Sache in Ordnung bringen. Die Autopsie ergab eine Vergiftung. Nach der Befragung aller Personen im Haus schien es, als hätte jeder einen Grund gehabt, sie nicht zu mögen. Jovita, das lateinamerikanische Dienstmädchen, hatte ihr das Essen gebracht. Aber das reichte für eine Anklage nicht aus. Ich hatte keine Beweise für eine Manipulation. Weihnachten stand vor der Tür und ich wurde von Mr. Wagner zum Abendessen eingeladen. Ich wollte nicht an einem Tisch mit einem möglichen Mörder sitzen, aber ich wollte mehr erfahren. Ehe ich die Chance bekam, mich umzusehen, passierte etwas anderes. Keine Zeugen, keine Beweise. Etwas, das nur unter ganz bestimmten Umständen passieren konnte. Das richtige Wetter, der richtige Ort, die richtige Zeit. McMuffin. Gut. Aber ich werde dann hier gleich den Stream beenden. Lucius Voice Acting finde ich immer noch legendär. Ja, das ist super, ne? Aber das kommt jetzt. Ist das gut? Oh nein. Jetzt will ich den... Junge, solch außerordentliche Ergebnisse. Ich bin von dir tief beeindruckt. Hör zu, ich muss dir noch etwas anderes beibringen. Tief in dir steckt die Fähigkeit, in das Bewusstsein der Menschen zu sehen und ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Lass uns diese Fähigkeit gemeinsam erschließen. Okay, bei dir. Jetzt folge meinen Anweisungen. Oh, sehr gut. Das ist mein Junge. Oh, sehr gut. Der Ding stirbt jetzt. Setze deine Reise fort, Lucius. Nun wirst du weniger leicht entdeckt und kannst mehr Seelen für mich ernten. Aber... oh Leute,
Ich wollte jetzt aber hier ausmachen. Dann habt ihr wenigstens was, worauf ihr euch beim nächsten Mal freut. Morgen oder übermorgen dann. 24. Dezember 1972, Rutschparty. In den Häcksler rein. Ich hab so Durst. Spoiler, Spoiler. Ich weiß, wir hatten dieses Jahr Schwierigkeiten, aber es soll unser Weihnachten nicht verderben. Wir haben einander als Familie. Wir sollten unserer Freunde gedenken und unserer treuen Angestellten. Ha. Ich bin nicht sicher, wie du mit solchen Reden noch eine Amtszeit im Senat gewinnen willst. Dad! Daddy! Alistair, bring uns bitte noch eine Flasche Burgunder. Und könntest du noch die Weihnachtsbeleuchtung einschalten? Weihnachtsbeleuchtung einschalten? Sicher, Sir. Nein, ihr werdet es nicht verpassen. Ich versuche das so einzurichten, dass ihr dann noch da seid. Irgendwie. Okay? Ja. Gotcha. Bist du bei mir im Discord drinne? Weil dann würde ich das dann nämlich ankündigen und auch klären mit euch, ob das immer klappt. Speichert er das automatisch? Machen wir beenden. Gespeicherte Fortschritte gehen verloren. Sind Sie sicher, dass Sie aufhören? Gespeicherte Fortschritte gehen verloren. Nein? Hä? Warum okay. Nee, wir klären uns einfach alle dann im Discord, wann ihr alle Zeit habt und dann streame ich dann weiter, wenn die meisten da sind. Das finde ich dann ganz fair. Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und Lusch, das war doch ganz lustig. Auch wenn ich kurz hing, aber naja. Tschüss und bis im Discord.